Hallo und herzlich willkommen bei Gümmer TV. Ich bin's wieder, euer Freddy Gödel. Ich habe heute was ganz Spezielles für euch dabei. Und man hat schon gesehen, von Hümmer, und zwar aus der Baureihe Tramp S, also auf Sprinter, ein neues Modell, und zwar den T585. Ist bisher noch nicht wirklich bekannt. Darum zeigen wir euch jetzt mal. Viel Spaß mit den Highlights. Jetzt habt ihr schon einiges in den Highlights ja gesehen. Ich hoffe, das Fahrzeug gefällt euch auch so gut wie mir. Kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier eine ganz neue Länge, und zwar 7,9 Meter. Wir sind die 2,29 Meter Breite ganz normal und um die 3 Meter Höhe. Ganz entscheidend ist bei dem Chassis, wir haben ja hier den Frontantriebssprinter. Gehen wir mal rum. Fahrzeug hat in dem Fall jetzt unser schwarz-graues Fahrerhaus. Wir haben hier auch dann nicht das Style-Paket mit drin, mit den lackierten Stoßfängern. Ein Vorteil des Ganzen ist natürlich, gerade wenn es um Steinschläge geht, ist es sehr unempfindlich untenrum, das Fahrgestell. Dann haben wir hier schon die Ganzjahresbereifung mit unseren 16 Zoll Alufelgen in Schwarz. Das passt auch ganz gut zusammen in der Kombi. Beim Tramp S ist es ja, wie wir auch in den anderen Videos schon mal gezeigt haben, und ganz speziell, dass wir hier keinen großen Gaskasten für zwei 11 Kilo Flaschen haben, sondern das Fahrzeug ist ja mit einer Dieselheizung und einem Kompressorkühlschrank ausgestattet, braucht deswegen also relativ wenig Gas, und hier findet in dem kleinen Gaskasten findet eine kleine Campinggasflasche Platz. Das reicht für den Kocher, mehr brauchen wir gar nicht dafür. Dann haben wir hier unsere Einfüllöffnung fürs Frischwasser. Da ist unsere angesprochene Dieselheizung von Truma. Unsere Heizung ist hier zugänglich. Kann man gleich reingucken. Da hat man auch für das Elasi-Ventil, also den Frostwächter, und die Ablassventile für die Leitungen. Also kommt man richtig gut hin. Auf der Seite, wie bei allen anderen Tramp-Modellen, auch die kleine Garagenklappe, wo man einfach schnell mal rein kann und Sachen entnehmen kann. Und hier unten dann unser Grauwasserablass. Ist auch ganz leicht zu merken, direkt hinter der Hinterachse. So kann man richtig schön drüber fahren und weiß direkt, man ist zum Entlassen bereit. Hier haben wir auch immer die Rahmenfenster verbaut. Da sehen wir nochmal unser Heck mit der Rückfahrkamera. Oben schön der Hümmer-Schriftzug. Der Stern darf natürlich bei den Mercedes-Modellen nie fehlen. Wie schon gezeigt, unser neuer Schriftzug mit dem 585. Hier haben wir unsere große Garagenöffnung. Große Garagentür. Wichtig auch hier. Typisch Hümmer. Wir haben eine richtig gute, große Lichteröffnung. Da bekommt man die Fahrräder richtig gut rein. Innen drin richtig viel Staufläche, eine tiefe Wanne. 350 Kilo Zuladung im Standard von der, ja, die Standardgarage. Also schon, da passt schon richtig viel rein. Man hat auch keine Probleme, dass da irgendwas mal überbelastet wird. Sehr geräumig. In unserem Fall haben wir, wie schon angesprochen, eine 3,5 Tonnen Zulassung. Und für vier Personen sogar, das ganze Fahrzeug ist für vier Personen ausgelegt. Trotz Markise, trotz Sattanlage, trotz TV und der ganzen Ausstattung. Und das im 3,5-Tonnen-Sektor. Hier haben wir nochmal unsere Einspeisung für den Strom und unsere Toilettenkassette. Ganz normal Standard, wie bei allen anderen auch. Die C260.
schon richtig gut hin. Ja, von außen würde ich sagen, sind wir ziemlich durch. Dann gehen wir mal rein und schauen uns mal das Neue an dem Grundriss an, und zwar, wie ist die Aufteilung. Wir haben ja auch in der Tür ein richtig großes Fenster. Aber kommt doch mal rein. Jetzt sind wir drin im Grundriss. Also vorne haben wir unser schönes Mercedes-Fahrerhaus. Wir haben hier natürlich das Fahrassistenzpaket drin mit einem großen MBX-System. Die Automatik ist mit drin. Unser Lederlenkrad mit den ganzen Bedienelementen. An sich als richtig stylisches und sehr hochwertiges Fahrerhaus. Vor allem, wenn man überlegt, das ist eigentlich ein Transporter. Wir haben hier unsere Jalousieverdunklung immer mit dabei. Oben einen großen Skyroof. Da kommt richtig schön viel Licht rein. Außenrum, wenn man guckt, sieht man auch gleich die indirekte Beleuchtung. Das macht nochmal ein ganz anderes Ambiente abends dann, wenn man nochmal gemütlich zusammensitzt. Wir haben hier unsere Wohnwelt Corfu. Auch ganz schön, ist auch sehr pflegeleicht. Hier nochmal die L-Sitzgruppe. Und den Tisch können wir natürlich in alle Richtungen verschieben, dass jeder seinen Platz findet, jeder hinpasst und auch vom gedrehten Sitz dann auch noch schön am Tisch sitzen kann. Gut, wie man sehen kann, ich bin gute 1,87 groß. Ich habe hier richtig hohe, große Stehhöhe, das sieht man auch gerade im hinteren Bereich da noch. Wir haben hier oben auf beiden Seiten jeweils eine LED-Leuchte mit Schwanenhals und immer integriert, wie auch bei den anderen Modellen, links und rechts eine USB-Steckdose. Also hier oben kann ich was laden, hier unten habe ich nochmal Doppel-USB, eine 230 Volt Steckdose, hinten sind noch mehr, das zeige ich dann nochmal. Also mittlerweile mangelt es nicht mehr an Steckdosen in den Fahrzeugen, das war ja früher gern mal ein Problem. Wir haben dann hier nochmal einen schönen Seitensitz, so wie man es auch eigentlich vom 680er Grundriss kennt. Hier drüben haben wir wieder unseren TV, kann man hier schön lösen. Und dann vor allem ein richtig großer Halter, dass ich sogar von hinten gucken kann. Hier oben habe ich noch eine 12 Volt Steckdose, da meine Heizungsbedienung für die Dieselheizung. Das ist unser Bedienteil für die SAT-Anlage. Und da haben wir nochmal unser Bedienpanel, wo ich eben die Aufbauspannung sehen kann, die Fahrzeugspannung, also von der Starterbatterie. Dann mein Frischwassertank und mein Abwassertank. Die sind natürlich jetzt gerade beide leer. Und habe einen separaten Schalter für die Wasserpumpe, um die anzuschalten. Gut, dann gehen wir mal in die Küche. So, in unserer Küche haben wir natürlich auch viel Staumöglichkeiten, gerade im oberen Bereich. Und wie ich schon draußen erwähnt habe, da wir hier keinen Gaskasten haben, der innen drin Staufläche wegnimmt, habe ich hier innen drin natürlich sehr, sehr tiefe Fächer bis nach hinten. Und hier unten ist dann auch gleich der Radkasten mit integriert. Natürlich meine Staufächer mit Softclose. Ich habe hier einen Dreiflammenkocher mit Elektrozündung. Ein großes Waschbecken, richtig viel Platz. Auch hier hinten kann ich auch meine Kaffeemaschine hinstellen. Dann habe ich hier nochmal sogar zwei 230 Volt Steckdosen. Was ich gerade erwähnt habe, also Steckdosen mangelt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir haben hier nochmal seitlich schöne kleine Leuchten, auch mit Nachtbeleuchtung. Und durch unsere Rahmenfenster haben wir die schönen Plissés. Also das heißt, ich habe meiner Meinung nach die besten Verdunkelungsjalousien, die es gibt, weil ich habe nämlich hier die Möglichkeit zuzumachen und trotzdem oben noch ein bisschen Luft reinzulassen mit einem Fliegengitter. Kann beides gleichzeitig. Dann haben wir hier unseren Kompressorkühlschrank mit oben nochmal ein Staufach. Kann ich auch nochmal, gerade jetzt im Küchenbereich, nochmal Lebensmittel und so weiter reinlegen. Hier habe ich natürlich mein Gefrierfach drin. Also für zwei Personen mehr als ausreichend. Hier hinten im Schlafbereich habe ich es mir gerade gemütlich gemacht. Wir haben hier 1,95 Meter Bett und hier ist 1,90 Meter Bett. Also sagen wir mal, für die meisten auf jeden Fall ausreichend. In dem Fall haben wir hier auch noch unseren Bettumbau mit dabei. Da haben wir das bekannte Tablet unten drunter, das man hier vorne einhängen kann.
und dann hier nochmal den Bettumbau machen kann mit der Leiter. Aber das blenden wir euch jetzt gleich nochmal ein. So, wir haben hier ringsrum schön natürlich auch nochmal indirekte Beleuchtung. Links und rechts unsere Oberschränke. Können wir hier aufmachen. Da geht nochmal ordentlich was rein. Da haben wir nochmal die Satellitenanlagenbedienung. Wir haben hier hinten natürlich wieder Doppel-USB, noch eine 230 Volt und sogar eine 12 Volt Steckdose und nochmal Leseleuchten. Ich finde, durch die großen Fenster, was man hier auch hat, die sind sehr hoch. Kommt auch, man sieht es jetzt, richtig schön viel Licht rein. Es ist richtig bequem hier hinten drin. Wir haben natürlich wie in allen Längseinzelbetten unter den Fußteilen immer unsere beiden Schränke. Einmal haben wir diesen Schrank, das ist der kleinere. Und dann haben wir den großen Hängeschrank. Den kann ich ja sogar nach oben aufstellen. Und da drin sind auch die beiden Kopfstützen verstaut. Wenn man dann zu viert fährt, braucht man die ja auch. Und was ich ganz cool finde, bei dem Modell haben wir sogar trotzdem noch mal einen zusätzlichen Kleiderschrank hier, wo auch sehr hoch ist. Das heißt, da passen auch mal längere Jacken und so weiter rein. Wobei ich ja auch hier auch noch mal eine Hängestange habe und kann hier auch noch mal was reinhängen. Also Platz für zwei, aber auch für vier Personen ist überhaupt kein Problem. Als nächstes bleibt noch unser Badezimmer, dann gehen wir da mal hin. Und jetzt hier auf der rechten Seite in Fahrtrichtung haben wir unser großes Kombibad, also beides kombiniert in einem. Schaut euch mal da rein. Wir sehen da, wir haben ein Schwenkbad, das heißt, man kann die Rückwand nach vorne schwenken und hat dann eine richtig große Dusche. Unten hat man zwei Abläufe und dadurch, egal wie man steht, kann das Wasser perfekt ablaufen. Und unser Kombibad hat natürlich den großen Vorteil, wenn ich auf der Toilette bin, habe ich schön viel Raum, auch für die Beine. Ich kann mich reinstellen, kann meine Zähne putzen und so weiter und nutze einfach den Duschraum gleichzeitig ganz normal als Bad. Und wenn ich dusche, dann klappe ich es einfach nach vorne und nutze es zum Duschen. Und spare mir dadurch natürlich eine separate Dusche und dadurch viel Länge und Platz. Also, wie man sieht, ich bin ja nicht der Kleinste. Es ist ordentlich Platz hier im Bad. Hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, natürlich Zahnpasta und so weiter unterzubringen. Und haben auch unsere Steckdose im Bad. Von der technischen Seite her, wir haben hier hinten dann unten drunter unseren Abwassertank. Der fasst ganze 100 Liter. Und hier unten in der Bodenklappe natürlich mit Revisionsöffnung, unseren Frischwassertank, der fasst auch ganze 100 Liter und hier komme ich auch direkt hin zum Entlassen des Ganzen. So, und jetzt unter der Sitzbank haben wir auch nochmal Technik und zwar sieht man hier unser EBL und auch die Aufbaubatterie sind da schön verstaut im Innenraum. Und hier sehen wir auch noch, es kommt sehr viel Licht rein, oben vom Midi-Heki. Wir haben nicht nur vorne unseren Skyroof, sondern auch noch hier das Midi-Heki. Also in der Sitzgruppe haben wir sehr viel Licht. Ist schon sehr lichtdurchflutet, das ganze Fahrzeug. So, jetzt habe ich es mir bequem gemacht hier in der Sitzgruppe. Kommen wir zu meinem Fazit. Also ich finde, das Fahrzeug ist echt gut gelungen. Muss immer überlegen, wir haben hier einen Grundpreis von 68.000 Euro, inklusive Mercedes-Chassis. Wir haben jetzt hier sämtliche Fahrassistenzpakete dabei. Wir haben wie zum Beispiel das MBUX-System, ganzen Helferlein. Wir haben die 16 Zoll Ganzjahresbereifung drauf, schon das graue Fahrerhaus, SAT-Anlage, TV, Bettumbau, eigentlich alles, was Markise, eigentlich alles, was man so für zwei Personen braucht. Sind mit einer Vier-Personen-Zulassung mit echten 3,5 Tonnen zu zweit unterwegs, also überhaupt gar kein Problem. Und kommen dann auf einen Gesamtpreis von gut 91.000 Euro. Und ich finde, das ist fair für so ein Fahrzeug. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wie immer gilt,
Wenn ihr Fragen habt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns kommentiert. Natürlich, wenn ihr unseren Channel abonniert mit der Glocke und dauminiert. Ich drehe jetzt erstmal eine Runde. Ciao.